Und im RGW wird nun von vornherein, da die Abschottung sowohl mit der Währung als auch in Wirtschaftsverträgen und wissenschaftlich-technischer Zusammenarbeit in Form des Kalten Krieges mitgeht, ein Weg gesucht, der die Möglichkeiten auch einer breiteren Außenwirtschaft in Form von Integration ermöglicht. Und wir haben keinen freien Markt geschaffen. Der RGW war nie ein freier Markt. Nur das ging in freie Märkte des westlichen Marktgeschehens, was über die Verträge im Rahmen des RGW im Austausch eigentlich Ware gegen Ware stand. Um es am Beispiel zu sagen, wir entwickelten in der DDR als neues Gerät in der Landwirtschaft den Mähdrescher, wie wir ihn nannten. Heute spricht man von Combine und welche Begriffe auch immer da sind. Und dieser Mähdrescher wurde in der DDR eigentlich mehr zusammengebaut, als dass er voll produziert wurde. Ungarn lieferte die Motoren und das Schneidwerk. Die Tschechoslowakei lieferte einen Teil der Achsen und der Möglichkeiten. Den anderen Teil produzierten wir, aber wir bauten den Mähdrescher und lieferten Mähdrescher nach Ungarn und in die Tschechoslowakei in den Werten, die sie als Zulieferungen gaben. Und damit war ein sicherer Teil. Und zugleich bauten wir mehr Mähdrescher, als im RGW vereinbart waren, und lieferten nach Indien. So war der Handel und so war die Situation, die der RGW hatte. Das sozialistische Lager war nicht so fest in sich, wie der Druck des Kalten Krieges es eigentlich auslöste. Wie sich bald zeigte, gab es ja solche Begriffe, der Gulasch-Sozialismus in Ungarn. In Ungarn spielte eine viel größere Rolle die Konsumgüterproduktion, die Landwirtschaft, das galt auch für Bulgarien. Wir schauten häufig oft mit Neid darauf, wenn die großen Transporte mit Erdbeeren oder Weintrauben über das Gebiet der DDR nach West-Berlin oder in die Bundesrepublik rollten und wir gerne davon in der DDR auch etwas mehr haben wollten. Es war immer der Versuch, die Vertragssituationen einzuhalten, aber eigene Interessen zu realisieren. Das galt auch für Polen, denn die Polen waren ja für die DDR ein eigener Markt und umgekehrt. Ich erinnere mich sehr genau, als ich 1972 in Bosnien, heute sagt man ja wieder Posen, Teilnehmer einer Beratung des Ministerpräsidenten Willi Stoff und des Ministerpräsidenten Polens war, wo es darum ging, dass die Polen in der DDR, wo die Grenze sehr geöffnet wurde, weniger Kontrollen waren, Schuhe kauften und mit ihren Zlotys bemüht waren, umzutauschen und Geld der DDR zu haben. Was war das Argument der Polen im Gegensatz zu dem, was Willi Stoff sagt? Stoff sagt, ja, aber wir haben doch einen Austausch, wie viel
wir euch Mark geben können anstelle der Zloty, die wir für den Warenaustausch nehmen. Worauf die Polen sagten, aber ihr habt doch Transit mit der Sowjetunion. Jedes Jahr wächst der Plan und bei Transit kassieren wir. So war auch diese Situation. Und die DDR war in all diesen Fragen ja das Land, das am nächsten zum Westen lag. War das, was am meisten Möglichkeiten gegenüber der BRD besaß. Und zugleich kommt noch ein Land, das ähnlich und manchmal sogar stärker als die DDR mit dem Westen im Kontakt war, das war Rumänien. Rumänien ging seinen eigenen Weg. Wenn wir die großen Manöver Völkerfreundschaft durchführten, dann waren die Truppen des Warschauer Vertrages vertreten, aber Rumänien war nur mit einer Gruppe von Stabsoffizieren dabei. Sie lösten sich selbst in solchen Zusammenhängen. So monolithisch waren die Beziehungen nicht. Sie waren immer gesteuert und gelenkt, zuerst durch Interessen, die jeder für sich hatte, und waren dann auch im Rahmen des RGW so stabil, wie diese Interessen uns zusammenführten, und zugleich suchte jedes Land seine Möglichkeiten im politischen Näherkommen zum Westen, um auch als Handelspartner im Westen angenommen zu sein. Das ganze Problem besteht darin, dass im Rahmen des RGW dieser Art von Verschuldung nicht die Größe hatte. Dort entstanden Unregelmäßigkeiten, die einfach in der Stabilität der Kette der Zulieferungen lagen. Da entstanden auch Unregelmäßigkeiten, weil wir in dem Festlegen des Austauschs über transferablen Rubel uns versuchten, an Weltmarktpreisen zu halten, die aber schneller wechselten, als wir mit unserem ja doch etwas weniger beweglichen Plansystem in der Lage waren, immer zu ändern. Und wenn man sich die Dinge genauer anschaut, dann ist doch folgende Lage entstanden. Wir haben Kredite gegeben, gegenüber den Entwicklungsländern, auch gegenüber Kuba, und waren uns bewusst, dass es länger dauert, wenn sie zurückzahlen. Aber wir hatten ja auch spezielle Interessen, wenn ich Kuba oder Vietnam nehme, tropische Länder. Und wir, wo kriegen wir nun Apfelsinen, Kaffee, Soja im Boden in dem Maße her, wie wir sie verbrauchen? Wenn wir 1:1 tauschen wollen, ist die Kraft bei ihnen nicht da. Wir müssen erst einmal auch dort mit investieren, damit dann Ergebnisse kommen. In all diesen Prozessen ist natürlich der Zusammenbruch des Sozialismus zunächst scheinbar in den osteuropäischen Ländern, aber viel tiefer im wirtschaftlichen Geschehen in der Sowjetunion. Die Wirkungen, die entstehen, dass die Lieferländer des RGW schon 1990 aufhören, nach der Begegnung im Jahr 1990 in Sofia, der eigentlich letzten wirklich konstruktiven Beratung des RGW. Es gibt dann nochmal Zusammenkünfte, die aber nur noch die Endphase des RGW bis zum Sommer 1990 enthalten, und dann kommt wieder eine andere Form des Handels.